Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Oh, Harvey. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Sie sind nur eben alle so blass. Ja? In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Hm? Und dann? Captain Unbrauchbar oder dir, Edna? Das ist kein Blaulicht. Dann mach es blau. Was soll das? Siehst du nicht, dass er Angst vor Licht hat? Oh, der arme Zehennagel. Oh, Stuhl. Wenn man so nah vor dem Fernseher sitzt, bekommt man Silberfische in den Tränendrüsen. Nein, er scheint irgendwie dahin zu gehören. Egal. Dieser Stuhl ist nicht ansprechbar. Es ist ein Fernsehstuhl. Ja gut. Aber ich habe keine Zeit, fernzusehen. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. 1, 2, 3. Okay, Harvey. Nun spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Ich auch noch nicht. In diesem Bild versucht sich der Captain an die... Ach so. Oh. Und dann... Der sitzt bereits lebenslänglich. Okay, das hatten wir alles schon. Fernseher geht auch noch. Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Was? Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Was? Ich würde ihn ja nehmen. Aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Wow. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Okay. Harvey guckt am liebsten Filme über... über Fleisch. Achso, das ist ja Fernseher, hatten wir alles schon. Okay. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Ja. Er würde sich bestimmt dagegen wehren. Nein. Ha! Ich hab dich gefunden. Wie meinst du das? Hatte ich mich etwa verloren? Du bist beim Einkaufen aus dem Jutebeutel gepurzelt. Oh je, oh je. Wenn da mal nicht die Dinosaurier dahinter stecken. Alter. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Möchtest du meinen Poloschläger haben? Polo, wofür hältst du mich? Ich bin eine britische Bildungsbürger. Und keine von diesen knüppelschwingenden Balloonhosen-Jockeys. Selbst wenn sie mich in das Team aufgenommen hätten. Assholes. Assholes. Brauchst du einen Stift? Nein, brauche ich nicht. Ich habe alle Formeln für mein geheimes Dino-Zirk-Programm im Kopf. Okay. Möchtest du dieses Comic-Heft lesen? Captain Unbrauchbar? Ist es zufällig die Ausgabe, in der er gegen Dr. Joe's Laktosebakterien kämpft? Nein, es ist Todesbrote. Todesbrote war gut, aber mein Favorit bleibt Frozen Joghurt. Frozen Joghurt. Hände hoch, Polizei! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Holt mich, Doc! Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Die sagt sind. Hast du Verwendung für einen abgekauten Fußnagel? Ist es eine fossile Dino-Fußnagel? Ja, er gehörte einem feuerspeienden Ätnasaurus. Holy Triceratoli, die Spezies ist mir nicht bekannt. Vielleicht ein geheimes Brutprojekt der Konkurrenz? Ich muss sofort ins Internet, um meine Dino-Sammelkarten versteigern. Okay. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Nee. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen.
Was machst du da hinten? Ich betreibe Nackforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Na, ja, jetzt wo er sagt. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Klar. Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Nein! Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Hm, gut zu wissen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Mensch-Hybriden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Genau, Edna, Mensch. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. So, wir können umschalten. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Okay. Ich würde ihn ja nehmen, aber ich will nicht, dass die ganzen Willkommen bei den Kaufen? Kaufen. 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 Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Verdammt. Willkommen bei den Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen. Kaufen? Kaufen. 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 Verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Okay, kaufen, kaufen, verkaufen. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du. Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Moment. Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig.
Yeah! Wollen wir einen Scherzanruf machen? Oh ja, oh ja, oh ja! Wie ist die Nummer von Domian? Die kenne ich nicht auswendig. Diese Nummer herauszufinden, sollte ab jetzt oberste Priorität haben. Alles klar. Jeder Sträfling darf einmal das Telefon benutzen. Aber mein Schläger braucht das nicht. Er ist schon cool. Er ist schon cool. Der Stift ruft nur selten an. Er schreibt lieber. Wow. Captain Unbrauchbar kann sich leider nur in Telefonzellen mit Münztelefon umziehen. Oh. Und dann... Ich sollte die Polizei anrufen. Hallo, Polizei? Ich werde zu Unrecht in einer Irrenanstalt festgehalten. Hallo? Hallo? Zu Unrecht. Schade, das lässt sich nicht aufschrauben. Zu Unrecht, ja. Ja, ja. Drogelbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Drogelbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber das halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Drogelbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Drogelbecher-Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. Nein! In diesem Sinne, Drogelbecher. Fang den Frosch. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Ja, egal. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. What? Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Ja, jetzt wird's witzig, Leute. Denn ich glaube, man kann jeden Gegenstand mit diesem Regal kombinieren oder interagieren lassen. Es kommt immer ein neues Spiel bei raus, soweit ich weiß. Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Hier ist noch ein Spiel. Pferderallye. Pferderallye. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Hier ist noch ein Spiel. Captain Unbrauchbar. Verfolgungsjagd im Honkmobil. Das ist geil, das will ich spielen. Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Hier ist noch ein Spiel. Flipchip. Flipchip? Okay. Hier ist noch ein Spiel. My First Teenage Phone Date. Alles klar. Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Das ist nicht gerade eine Taschenlampe. Es werde Licht. Ella wird's nicht, okay? Kaputt. Mo. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. Ja. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Ach so, ja, sag mal schon. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebaut. Okay, ja, das hatten wir alles auch schon. Hallo? Ist da der Bringdienst? Ja, bitte? Bringen Sie auch mehr Licht ins Dunkel? Mehr Licht ins Dunkel ist heute leider aus. Wir hätten aber noch ein paar zwielichtige Gestalten hinten im Lager. Oh, alles klar. Bringen Sie die doch bitte gleich in den zweiten Akt. Nein. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Nein. Dazu bin ich zu schüchtern. Och, Edna, trau dich was. Dazu bin ich zu schüchtern.
Ist Drogglebecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Gibst du mir ein Autogramm? Drogglebecher. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Drogglebecher. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Drogglebecher. Ach so. Drogglebecher. In der kurzen Zeit? Drogglebecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ach, Edna. Und dann... Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogglebecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogglebecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Drogglebecher. Cool. Ich meine, danke. Oh. Oh. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ja gut, das kann ich verstehen, Edna. Ja? Hallo? Für dich? Drogglebecher? Drogglebecher? Und? Drogglebecher. Ja, die finde ich auch lästig. Telekom. Was? Hallo, Droggy. Drogglebecher. Na gut, dann halt Drogglebecher. Drogglebecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. Ja. Okay, hätten wir das Müsli vorher nicht geholt, dann wären wir hier noch gar nicht weitergekommen. Das heißt, wir hätten erst einen Schlüssel holen müssen. Oh Mann, ich will weiter da hinten machen. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogglebecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber... Oh... Weh, oh mir! Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut, entschloss meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Ja, Adrians Kissenburg. Tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburgen, natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich hatte drei Geschwister und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, der mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenburgen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, sag ich gerade. Den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenburgen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenburgen nie so groß geworden sind. Scheiße. Okay. Ich will deinen blöden Thron nicht. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und ob. Frag mich was.
Irgendwie kommt mir der vom Aussehen her übel bekannt vor. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Ich sehe, einen weiten Weg du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz und Trauer und... Huch, was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Aber wie kommt das nur? Was wirfst du als nächstes? Oh, guter Versuch. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.